Ja, Horst Schulze-Entro, mein Name. Ich habe ja auch, wie meine Vorredner, sonst sagt man Vorrednerinnen auch, jetzt sind es nur Vorredner. Ich habe eine Kontaktanzeige geschrieben, um meine Traumfrau zu finden. Dabei ist dann die wahrscheinlich längste Kontaktanzeige der Welt rausgekommen. Bei Traumfrauen brauche ich immer etwas länger. Aber ich sag mal so, wenn man die Messlatte besonders hoch hängt, passt man unten besser durch. Ich habe die Kontaktanzeige heute mal mitgebracht und möchte sie Ihnen vorstellen. Vielleicht kann ich ja jetzt gleich im Anschluss eine Rückmeldung bekommen, ob das geht. Ich habe mich extra in die Lebenswelt der Frau rein gedacht, um auch klarzumachen, dass ich mich bereit fühle, auch mich in die Lebenswelt der Damen reinzudenken. Und das aus Sicht eines Haushaltsgerätes aufgefasst. Wenn ich ein Toaster wäre, hätte ich oben so zwei Metallbügel, auf denen könntest du blond, hübsch, 90, 60, 90, 1, 70, 18, 20 weg, bequem dein Baguette aufbacken für Tomate, Mozzarella oder so. Ich hätte mindestens zwei Öffnungen für Toast oder andere Brotscheiben, vielleicht auch eine variable Öffnung, in die könntest du einfach ein hartes, tiefgefrorenes Brötchen reinlegen, dann drehst du mich voll auf Stufe 7 und zack, springt das Brötchen. Nach 30 Sekunden knusprig wieder raus. Im Schnellaufbacken bin ich Testsieger. Die Stiftung Warentest schreibt in ihrer Spezialausgabe Toaster 2013. Die Stiftung Warentest hat 22 Modelle geprüft. Die meisten Toaster sind mangelhaft, die werden schnell heiß, können Stromversorgung und gehen einfach schnell zu kaputt. Testsieger hingegen sind der Krups Vario T155-14, der Roventa TO835 und der Luxus-Toaster Toast Schulze Entrum GTI DSL ISBN 44139. Ruhe. Besonders beim Luxus-Toaster Toast Schulze Entrum mit der Gesamtnote 1,6 gilt vergolden statt verkohlen. Ich hätte eine englische Gebrauchsanleitung. Toaster Toast Schulze Entrum bakes your bread and will make it crispy and tasty. You can determine whether the toast is very bright or deep brown to black light because he is stufenregulierbar. Ich hätte auch schlecht übersetzte Gefahrenhinweise, über die du dich mit deiner Freundin lustig machen kannst. Endlich hättest du auch mal was zu lachen, weil auch du was verstehst. Toaster Toast Schulze Entrum Bräunungseinsteller am Regler Stromverbrauch nicht einwerfen in Badewanne voll bei Vorgang Toast. Verklemmter Scheibe Toast, Steckestecker Strom und Hebel Scheibe Toast, Messer aus Slot Toast. Ich wäre ein selbstreiniger Toaster. Keine Krümel müsstest du aus dem Fenster schütten, die dann doch nur auf dem Fensterbrett liegen bleiben. Keine Küchenfettschlieren würden sich auf mir ansammeln, die man nach einem Jahr nur mit Akkupacks abscheuern könnte. Das macht dann wieder keiner. Und dann kommen deine Eltern zu Besuch. Lass uns doch mal bei dir frühstücken. Wir würden so gerne sehen, wie du so wohnst von unserem Geld. Du promovierst gerade hier in Münster und dann stehen deine Eltern gebeugt über deinem alten Toaster und sagen, ja, der sieht aber pelzig aus. Ist das noch unser alter Toaster? War der nicht mehr rot? Ich hingegen wäre immer strahlend, schön und blitzeblank. Ich würde meine Abstrahlwärme nach jedem Toastvorgang auffangen und für den nächsten Toastvorgang benutzen. So eine Art Perpetuum Toastilia, ein schneller Küchenbrüter. Du könntest auch Spiegeleier aufbraten. Einfach die Eier auf die Kante hauen und loslassen. Ich kümmere mich um die Schalenreste. Nach 3 Jahren hätte ich aus den Schalen eine schicke Katzenskulptur nach Wunsch gefertigt und gebrannt. Gern auch andere Schalentiere. Danke. Ich würde mein Kabel nach Gebrauch immer einziehen. Ich hätte gar kein Kabel. Ich wäre ein Portable-Toaster, ein Toast-Tabloid, ein Ei-Toast. Du könntest mich flach, glatt und rasiert einfach mit ins Bett nehmen. Ich back dir dein Baguette vor deinen Augen auf. Ich toaste dir die Eier. Frühstück für zwei, so wie du es schon immer wolltest. Danke.